LB Radio Lotusblüte, dein Wegbegleiter in die neue Zeit der Liebe. RLB. Ja, ihr Lieben, heute Premiere. Heute im Radio, gar nicht wahr, im RLB Lotusblüte Radio und TV. So heißen wir jetzt und es macht große Freude, denn wir haben heute einen Studiogast. Elrahim Amira, wieder mal hier bei uns. Und ich grüße dich erstmal ganz herzlich, lieber Amira. Freue mich, dass du hier zu uns gefunden hast und natürlich auch wieder mal ein tolles Thema hier uns herüberbringst. Denn heute geht es das höchste Schöpfungsgesetz, die Macht des gesprochenen Wortes. Ich denke, da hängt ganz viel Macht drin, ja, in dem gesprochenen Wort. Wir freuen uns einfach, mehr von dir darüber zu erfahren. Vielen Dank, auch herzlich danke für eure Einladung, dass ich wieder hier sein darf bei euch. Sich viel verändert, gefällt mir. Ja, das, was das heutige Thema ist, ja auch das Thema der momentanen Tour, das wir ja auch durchführen. Wir sind jetzt heute Abend ja in Bonn und werden dann die ganze Woche über Hannover, Hamburg und dann Dresden und Berlin mit diesem Thema vor Ort sein. Es ist ja immer ein Unterschied, etwas zu hören über ein Medium, jetzt Radio oder Fernsehen, oder dann selbst persönlich. Und hier wird halt, und das zeigt sich an der Abend, wir waren vor 2 Wochen in Österreich auf der Tour, ja, dass es eben doch, die Teilnehmer sagen, es ist anders, wenn ich persönlich dabei bin. Die persönliche Anwesenheit ist phänomenal gegenüber dem, wenn ich es anders wahrnehme oder vielleicht auch nur lese. Und genau das hat ja die geistige Welt immer gesagt, dass persönliche Zusammenkommen, Jeshua selbst sagt, drückt es ja aus, wenn 2, 3 oder mehr zusammenkommen. Ja. Was er aber damit in Wirklichkeit gemeint hat, ist euch jetzt erst beim letzten Wochenende in Salzburg deutlich geworden, dass in dem Moment, wenn 2, 3 oder mehr zusammenkommen, es in Wirklichkeit um die Energie geht. Es wurde erklärt, es gibt immer einen bestimmten Zeit, einen bestimmten Ort, und an dieser Zeit und Ort kommen bestimmte Menschen mit ihrer persönlichen Energie. Und das ist das Entscheidende. Das, ja, Energievolumen der Anwesenden wird in dem Moment zusammengefügt. Und es ergibt sich ein Energievolumen, das höher ist als Summe, als das einzelne Volumen. Und jeder Einzelne gewinnt durch dieses höhere Energielevel. Denn sie erklären, dass das eigene Schwingungslevel angehoben wird, in dem Moment bei diesem höheren Level einklingt. Und selbst wenn danach der Einzelne wieder in sein vorheriges Schwingungslevel erstmal zurückkehrt, bleibt das einmal erreichte Schwingungslevel vorhanden und kann jederzeit leicht eingenommen werden. Das ist das besondere Geschenk, und das ist das, was Jeshua ausgedrückt hat: wenn 2 oder 3 zusammenkommen, werden dich mitten unter ihnen oder unter euch sein. Ja, ja. Ich denke, das ist auch gut nachvollziehbar, lieber Amira, denn das kann man gut verstehen. Ich denke, wenn man in solch einer Vortrag oder auch immer, du machst ja auch größere Veranstaltungen, ja, da wirklich diese Energie fühlbar ist, absolut fühlbar. Ja. Sie vermehrt sich sogar noch. Ja. Ja. Sie steigert sich teilweise. Also die, wir machen ja immer 2 Teile. Ein Teil ist ein medialer Vortrag oder gleich Live-Channeling. Das ergibt sich immer am Abend. Spüre ich in mich hinein, was geschehen darf. Ja. Und der zweite Teil ist immer eine Meditation nach einer Pause. Und bei dieser Meditation geht es vor allem darum, sie haben mehrmals so phänomenal, auch jetzt, wo wir in Ägypten, wir waren in Ägypten, hatten dort einen speziellen Auftrag als Ankana Day, dass in dem Moment, wenn, also solange wir mit unseren menschlichen Augen nach außen schauen, sagt uns die Welt dort draußen, du bist Materie, weil unsere menschlichen Augen, die ja das stärkste unserer 5 Sinne sind, die Augen, ca. 60%, das heißt,
wenn wir nach draußen schauen, sehen wir überall Materie, andere Körper. Mhm. Und wir sehen ja unseren eigenen Körper, dass er Materie ist. Und in dem Moment sagen sie, solange du durch deine Augen die Information bekommst, du befindest dich in der Materie, glaubst du, du selbst wärst Materie. Ja. Und solange du glaubst, dass du Materie bist, unterliegst du den materiellen Gesetzen. Mhm. Und sie sagen, in dem Moment, wenn du die Augen schließt, kannst du den Einfluss der Materie sofort beenden, weil in dem Moment wirkt die Materie nicht mehr, weil du kannst sie nicht mehr sehen. Also der stärkste Sehnerv kann dir nicht mehr sagen, du bist Materie. Alle anderen Sinne gehen auch sehr stark zurück. In der Regel ist ja auch geruchmäßig nicht viel, hörmäßig nicht viel. Mhm. Und jetzt passiert etwas Phänomenales. Sie sagen, in dem Moment kann die geistige Welt, das geistige Wesen, das innere Wesen, die Seele übernehmen. Ah ja. Und für den, gerade die, die an den Abenden sind, sind ja auch gleichzeitig Ankanatees, alte Seelen, sagen sie, dass wir in unzähligen Inkarnationen das trainiert haben. Also wir müssen das jetzt nicht mehr trainieren. In dem Moment ist es so, als ob das innere Wesen übernimmt, sobald wir zusammenkommen mit den unseren, die wir kennen aus anderen Inkarnationen, das Schwingungslevel sich ansteigt und wir gleichzeitig nach innen gehen, übernimmt das innere Wesen. Und es ist in etwa so, du fühlst plötzlich, wie du außerhalb deines Körpers gehst. Also dieses Geschenk, die Erfahrung zu machen, dass wir nicht mehr der materielle Körper sind. Wir gehen außerhalb unseres materiellen Körpers und jetzt spüren wir unser geistiges Wesen. Wir spüren nicht nur, also wir wissen es nicht, wir spüren, dass wir mehr sind als dieser materielle Körper, weil wir verlassen die Grenzen des materiellen Körpers. Ja. Und erstmal nehmen wir dann unser geistiges Wesen wahr. Und dadurch, dass wir in unsere anderen Körper gehen, ätherische Körper, auch der Gefühlskörper und der Mentalkörper, vereinen wir uns mit allen Anwesenden. Das heißt, wir werden zu einer Einheit. Und dann geschieht das, was Walsh in seinen Büchern immer wieder gesagt hat, ihr werdet eines Tages erkennen, dass ihr alle eins seid. Ja, das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint. Das spüren wir. Das ist etwas, was man nicht lesen kann oder sich erdenken kann. Du kannst es am besten fühlen. Ja. Und das geschieht, wir fühlen plötzlich, dass wir alle, die in dem Raum sind, eins sind. Und dann haben sie erklärt, gehen sie einen großen Schritt weiter, dass dadurch, dass wir alle eins sind, wir über unsere anderen Körper, also über vor allem den mentalen Körper und den spirituellen Körper, auch den natürlich emotionalen Körper, sind wir permanent mit allen anderen Menschen verbunden. Deswegen funktioniert auch zum Beispiel, dass du an jemand anders denkst und der andere in dem Moment an dich denkt, weil wir in Wirklichkeit auf der mentalen Ebene uns antelefonieren. Richtig. Und jetzt sagen sie etwas ganz Entscheidendes, dass es von entscheidender Bedeutung ist, wie wir in unserem innersten Wesen über uns denken. Denn jeder Gedanke über dich selbst oder über den du über andere denkst, geht sofort über deine Felder in alle anderen Felder hinein und teilt sich anderen mit. Und sie sagen, wenn ein Mensch an sich nicht glaubt, dass er zum Beispiel etwas kann, auch wenn er vielleicht 5 Ausbildungen schon gemacht hat, aber immer noch meint, ich brauche nochmal eine Ausbildung, geht die Information über die Felder, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht gut. Und ich bin noch nicht gut. Ja. Und in dem Moment erfahren die Felder der anderen Menschen, die eigentlich gerne kommen wollten, zu einer Beratung als Beispiel, zu einer Behandlung, oder sie ist noch nicht bereit, noch nicht fertig, und dann findet zum Beispiel auch keine Resonanz statt. Kann man das vergleichen mit dem morphogenetischen Feld? Ja, ja, ne? Das morphogenetische Feld ist das Gesamtfeld, es unterteilt sich aber natürlich schwingungstechnisch in mehrere Felder. Dementsprechend, wir sind ja in Wirklichkeit nicht ein Körper, wir sind ja viele Körper. Richtig. Wir kamen ja über den spirituellen, haben wir uns ja hinunter manifestiert bis zum materiellen Körper. Aber alle diese Felder bestehen und alle Felder, sagen sie, strahlen permanent Informationen aus. Richtig. Mit allen anderen Feldern. Man spricht ja auch von der Aura, die uns umgibt. Ganz genau. Dass wir da natürlich unsere Körper enthalten und darüber strahlen wir ja aus. Ja. 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 Das ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Daher so wichtig, Amira, wirklich auch sich als in Ordnung und gut zu befinden. Ja. Denn wenn ich mich selbst nicht gut finde, denke ich auch vielleicht schlecht über andere. Das kann natürlich sein, dass ich dann, wobei das nicht, also es gibt ja das amerikanische Prinzip, ich bin okay, du bist okay. Ja. Also wir können natürlich gut über andere denken und über uns selbst nicht gut denken. Mhm. Was
also für mich aber durch diese ganzen Botschaften mittlerweile so deutlich wird, ist, wir haben lange Zeit, ich habe in den 70er Jahren, mein erstes Buch war Dr. Joseph Murphy, Die Macht eines Unterbewusstseins. Ganz viele ist das Einstiegsbuch gewesen. Ja. Das heißt, es wurde uns ganz lange eine Philosophie vermittelt, dass das Denken von entscheidender Bedeutung ist. Und das stimmt, es ist aber nur wirklich der Einstieg. Was von entscheidender Bedeutung ist, eben für die Verursachung, der Gedanke alleine verursacht nichts, sondern wie fühle ich mich? Sie erklären ganz stark, achte auf deine Gefühle, weil das wirkliche, die wirkliche Manifestationskraft liegt im Fühlen. Das bedeutet, es nützt nichts, wenn ich positiv denke und sage, ja, es ist alles gut, das Glas Wasser ist halb voll. Ich aber gleichzeitig mich zum Beispiel schlecht behandelt fühle oder ungut fühle. Also das Fühlen ist entscheidend, weil über die emotionalen Felder geht vor allem das Gefühl. Das Gefühl baut Resonanz auf und das Gefühl zieht Erfahrungen an gemäß diesem Fühlen. Ja. Das heißt, wenn ich mich schlecht behandelt fühle oder wenn ich mich ungut oder unsicher fühle, strahlt das über die Felder und ich ziehe genau Erfahrungen an, die mich dann noch mehr unsicher, ungut fühlen lassen. Richtig, richtig. Das ist ja auch so mit den Affirmationen, das gerade schon angesprochen, wenn ich da nicht wirklich diese Sachen fühle, ganz tief im Herzen fühle, in mir, wird sich nichts tun, nichts ändern. Ja. Ja, es ist eigentlich nur davor geplappert, sag ich mal, oder hergeplappert. Ja. Ganz wichtig. Ja, Amira, das gesprochene Wort. Ich denke, wir sprechen über unsere Gedanken. Jedoch das gesprochene Wort resultiert aus unseren Gedanken. Ja. Genau. Und wenn ich alles verneine, jetzt spreche ich das mal so. Ja, aber eigentlich wollte ich doch. Ja. Gehört schon nicht mehr zu meinem Sprachschatz. Ja. Dann denke ich ja auch so. Ja. Und sehe überall das Aber oder das Eigentlich, diese Verneinung. Ja. Ja. Wir haben das heute erst wieder gehabt, wie in vielen Bereichen, auch jetzt bei den politischen Werbungen, wie dann oft eben aus dem Wissen heraus nicht, aber unbewusst ist natürlich dann eine ganz andere Aussage, wenn ein Nicht ja drinsteckt, wir sollen nicht das oder das tun, wir sollen nicht den Rasen betreten und dann wundert sich jeder, warum der Rasen betreten wird. Also das ist natürlich... Das ist das, die erste Stufe, wenn wir vom positiven Denken erfahren, fangen wir an oder sollten wir anfangen, unsere Sprache zu verändern und nur noch Aussagen zu wählen, die in Wirklichkeit dem entsprechen, was wir wirklich wollen. Mhm. Weil unser Schöpfungsbewusstsein kann am leichtesten erkannt werden, wenn wir anfangen, uns selbst und anderen hinzuhören. Ja. Weil das, was ein Mensch sagt, ist in Wirklichkeit der innere Bewusstseinszustand. Und deswegen ist es so gut, wenn wir anfangen hinzuhören, weil über das Hinhören kann ich vor allem bei mir selbst erfahren, aha, ist mein innerer Bewusstseinszustand schon das, was ich mir wünsche, oder bin ich im inneren Bewusstseinszustand noch in der Verhinderung oder dem Nicht-Haben wollen und dadurch ziehe ich genau das an. Das ist die erste Stufe, ist überhaupt anzufangen, sich hinzuhören, dann zu schauen, dass ich die Worte benutze, die Aussagen, die ich in Wirklichkeit haben möchte. Und dann kommt der nächste Punkt, dass ich dann dieses Gefühl hineinbringe, mich auch so zu fühlen, wie ich es wirklich haben möchte. Ja, es ist leicht gesagt. Und eine Aufgabe jeden Tag. Ja, wir wissen natürlich auch, dass ganz viele sich nicht leicht damit tun. Genauso nicht leicht tun mit ihrer Selbstliebe. Ja. Das ist ja auch ein Gefühl, was wir in uns erstmal verankern dürfen, damit wir auch wirklich im Außen in der Liebe sein können. Ja. Ja. Was würdest du, Amira, vielleicht dahingehend raten? Wie könnte man es besser und leichter für sich finden? Also da die Selbstliebe ja das zentrale Thema ist, ist im zweiten Buch, in meinem silbernen Buch, im Nachhinein, mir ist jetzt auch gefallen, dass das von den ganzen, ich habe 4 Bücher geschrieben, das Silberne wird am seltensten gekauft und damit vermutlich auch gelesen. Ich habe das nie verstanden, warum, weil die Folge nach dem Goldenen müsste als nächstes das zweite Buch. Nein, weil im zweiten Buch geht es um das zentrale Thema, die Wahrheit, wer du wirklich bist, bedeutet,
Dort sagt Yeshua in einem 50-seitigen Channel, eins der machtvollsten und stärksten Channel, die er je gegeben hat, dass es heißt, du musst zuerst die gelogene Geschichte loslassen, wer du sein sollst und wer ich sein sollte. Und die gelogene Geschichte ist das Thema der Schuld. Ja. Und uns wurde in dieser Inkarnation vielleicht nicht so stark, weil wir uns relativ früh davon gelöst haben. Aber wir sollten ja eins bedenken. Ich hätte gerade beinahe das Wort, wir sollten nicht vergessen. Aber da mein eigenes Bewusstsein mittlerweile die Kontrolle so stark ist, dass ich hinhöre, was ich sage, und das ist eigentlich die Aufgabe, dass du, während du eigentlich schon anfängst, etwas sagen zu wollen, du schon innerlich hörst, was du eigentlich sagst, und du es dann im Moment verändern kannst. Also wir sollten uns daran erinnern, dass wir ja die letzten 2000 Jahre inkarniert waren. Die meisten von uns waren ja permanent die letzten 2000 Jahre inkarniert. Das heißt, lass uns nur 50 Jahre nehmen pro Inkarnation. Das bedeutet, in den letzten 2000 Jahren konnten wir locker 40 Inkarnationen leben. Ja. Viele von uns sind ja während den Inkarnationen nicht lange in der geistigen Welt. Sie sind nach in eine Inkarnation sofort wiedergekommen. Also wir sind Wiederholungsinkarnierer. Also 30, 35, 40 Inkarnationen, 50 Jahre, in der Regel immer in diesem westlichen Umfeld und immer mit diesem Thema, du bist schuldig. Und ein Schuldbewusstsein, das über permanent in das Unterbewusstsein hineingegangen ist, in jeder Inkarnation, und jetzt kommen wir plötzlich mit einer positiven Affirmation, ja, ich bin gut oder ich bin positiv oder ich bin liebevoll, aber das Innere ist natürlich noch aufgefüllt, weil wir bringen ja aus jeder Inkarnation alle bisher gemachten Informationen mit. Sie sind alle abgespeichert. Ja. Als Grundprogrammierung. Also dürfen wir nicht nur das, was in diesem Leben in uns drin ist oder in der Kindheit in uns angelegt wurde, sondern auch das, was wir mitbringen. Und vielleicht ist das, was wir mitbringen, noch viel stärker. Wenn uns das mal bewusst wird, dass wir das auch neutralisieren dürfen, wird uns vielleicht leichter verständlich, warum das einfach eine gewisse Zeit braucht. Ja. Gewohnheiten haben wir uns angewöhnt, weil wir sie lange Zeit einfach getan haben. Also geht es jetzt darum, plötzlich automatisch bestimmte Dinge als Gewohnheit zu machen. Zum Beispiel morgens aufzuwachen und der erste Gedanke, der sein sollte, wäre, dass ich anfange, meine Affirmationen zu sprechen, in diesem Zustand, gerade morgens, wenn wir noch im Alpha-Zustand sind, ja, wenn das Unterbewusstsein auf ist. Und wenn wir ins Bett gehen und am Einschlafen sind, sollten wir das auch nutzen, unsere Affirmationen zu sprechen. Genau. Die Affirmationen sollten wie aussehen? Mit auch Sicherheit hier nicht für alle gleich, oder? Auch hier sollten wir einen Schritt weiter gehen. Wir sind ja deutschsprachig. Ja. Wir sollten alle Anglizismen, sagt Semmelweis, also alle nicht deutschen Worte, also Bejahungen, wäre das ja in dem Fall das deutsche Wort. Auch hier wäre es sehr sinnvoll, dass wir wieder zurückkehren zur deutschen Sprache, da sie eine sehr machtvolle Sprache ist und wir nun mal die deutsche Sprache hier in Deutschland benutzen sollten. Also Bejahungen bedeuten, dass ich mir Worte, wir haben ja insgesamt 12 Kraftzentren in unserem Körper. Mit diesen speziellen Worten kann ich diese Kraftzentren aktivieren. Eins der stärksten Kraftzentren ist an unserem Hals, das Halschakra. Ja. Das ist das sogenannte Kraftzentrum. Allein im Laufe des Tages sich immer wieder daran zu erinnern, zum Beispiel dieses Zentrum zu aktivieren, indem ich einfach sage, Kraft, 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 Kraft gehört mir jetzt. Und dann automatisch, wenn ich das laut mache, jetzt kommt das Entscheidende, eine gedachte Bejahung hat nur in etwa die Hälfte der Kraft als eine laut ausgesprochene Bejahung. Also wenn ich sie laut ausspreche, verstärkt sich enorm die Kraft durch das machtvoll ausgesprochene Wort. Oh ja. Weil wir bringen die Manifest, also die Verwirklichung durch das Aussprechen direkt in die Materie, in das Materielle. Also Kraft wäre jetzt praktisch für das Kehlkopfchakra ja die absolute Macht, die höchste, sag ich mal, Macht, so. Kraft, ja. Wenn ich das Wort Kraft, 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 möglichst mehrmals hintereinander. Ja. Und was immer wieder betont wird, ist, wenn wir es gemacht haben, sollen wir innehalten, nichts machen
und dann tief ein- und ausatmen. Durch das bewusste Ein- und Ausatmen verankern wir die Manifestation, also das, was wir in dem Moment in uns hineingegeben haben. Also eben nicht nur immer wiederholen, 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 möglichst viele Wiederholungen machen, nein, sondern eher wenige und die sich setzen lassen, indem wir nach dem Aussprechen wirklich tief ein- und ausatmen. Also an den Abenden, wenn wir das zusammen machen, wir machen ja gemeinsame Bejahungen an den Abenden, die ganze Gruppe, ob das jetzt 50, 100, 150, 200 sind, wir machen das gemeinsam. Mm. Wird immer wieder betont, jetzt innezuhalten, tief ein- und auszuatmen, damit dann das, was in dem Moment gesagt wird, auch gefühlt werden kann. Es geht darum, dann zu fühlen, was macht denn dieses eine Wort, das ich jetzt mehrfach wiederholt habe, mit mir, meinem Körper. Denn wir sollten uns daran erinnern, der Körper ist ja nicht Körper. Er setzt sich aus Trillionen Molekülen, Atome zusammen. Ja. Alle haben ein eigenständiges Bewusstsein. Alle. Und Moleküle und Atome, erklärt die geistige Welt, befinden sich nicht in der 3D. Sie sind in der 5D oder sogar höher angesiedelt. Das bedeutet, sie erklären immer wieder, die Moleküle und Atome unseres Körpers warten förmlich darauf, dass das menschliche Bewusstsein, das wir darstellen, an den Punkt kommt. Die geistige Welt nennt diesen Punkt den Punkt des Erwachens. Ja. Das heißt, wenn wir wieder erkennen, dass wir selbst ja nicht dieser Körper sind, sondern ein geistiges Wesen sind, wir in Wirklichkeit das göttliche Wesen selbst sind, das freiwillig inkarniert ist. Mit diesem Erkenntniszustand erwacht ja der sogenannte Avatar in uns. Ein Avatar ist ja der Gottmensch, also das göttliche Wesen, lebend in einem materiellen Körper, wissend, dass es aber in einem materiellen Körper. Das ist das, als Yeshua sagte, ich und das Göttliche in mir, ich und die Seele in mir bin wieder eins. Ja. Das ist genau der Zustand, um den es jetzt bei Millionen von Menschen geht. Wir sind gerade an der Schwelle, wo Millionen von jungen Seelen in einen reifen Zustand kommen, reife Seelen in einen Zustand der alten Seele kommen. Das passiert jetzt in dieser Inkarnation förmlich die nächsten 20 Jahre gleichzeitig. Und die Alten, die Ältesten der alten Seelen, die Ankanate, die sich selbst erkennen, werden die Betreuung dieser übernehmen. Das ist die Hauptaufgabe. Und wenn eine unendliche Anzahl Millionen von noch menschlichen Wesen scheinbar wieder ihre eigene Göttlichkeit erkennen und auch sie leben, wird das morphogenetische Feld von Mutter Erde so stark verändern, dass das morphogenetische Feld förmlich die momentane menschliche Programmierung mit menschlichen Erfahrungen, mit menschlichen Gesetzen umwandelt in wieder eine göttliche Matrix, in eine göttliche morphogenetisches Feld mit göttlichen Gesetzmäßigkeiten. Und das wird phänomenale, also ich glaube felsenfest, dass wir an einem Punkt, an einem Schritt stehen, wo die Menschheit, weil sie erwacht, vielleicht auch nur ein Teil der Menschheit erwacht, wir völlig neue Voraussetzungen bekommen und die werden kolossal auf die gesamte Welt förmlich überspringen, förmlich über Nacht. Und wir werden plötzlich in allen Lebensbereichen völlige Veränderungen erleben, wo wir momentan scheinbar nur Zerstörung sehen, werden wir plötzlich, ich habe eine Vision sehen dürfen in Ägypten, als wir jetzt in Ägypten waren, in einer Meditation, wurde mir etwas gezeigt, was für mich phänomenal ist. Sie haben mir gezeigt, in einer möglichen Zukunft, es ist eine mögliche Zukunft, es ist ein Potenzial, das da ist, und es liegt jetzt an vielen von uns, dass wir gemeinsam diese mögliche Zukunft zu uns ziehen. Ja. In dieser möglichen Zukunft haben sie mir die Erde gezeigt, Wüsten, riesengroße Wüstengebiete, und innerhalb von Sekunden wurden die grün und sie sind wie in diesen Science-Fiction-Filmen grün geworden. Und all die Menschen, die momentan in Slums leben, in Kairo, und wir waren in Kairo, das sind über 20 Millionen leben dort, der Großteil in einfachen Gebilden, die werden alle dorthin geführt, auch die in Indien, überall. Das heißt, die Menschheit wird in dieser möglichen Zukunft plötzlich an alle diese Plätze von Evolem geführt, wo sie plötzlich sich selbst wieder ernähren können, ihre eigenen Nahrungsmittel. Das ist alles als Potenzial möglich. Das ist eine Vision. Schöner kann sie gar nicht sein, denke ich mal. Sollte auch so sein, streben wir hin. Du hast ja auch gesagt, Amira, es werden nicht alle Menschen sein. Jedoch, je mehr Menschen sich in diese Ebene begeben, können wir nicht da auch noch welche mitnehmen? Also erstmal, für den Beginn
es wird nicht gleich die gesamte Menschheit, 7 Milliarden Menschen, diesen Bewusstseinssprung machen. Mhm. Braucht es ja auch Gott sei Dank nicht. Ja. So wie es mir bisher erklärt wurde, geht es darum, dass es ja Unterschied, Sie sagen, der einzige Unterschied zwischen zwei Menschen, wenn der eine, der sich zum Beispiel sagt, ich kann kein Fleisch mehr essen, mhm. weil ich kann nicht dadurch, dass getötet wird, mich selbst ernähren. Das ja. ist ein innerer Bewusstseinszustand. Mhm. Oder wenn ein Mensch an einem anderen vorbeigeht und sagt, ich möchte dem etwas geben. Also der eine Mensch hat in sich ein gewisses Mitgefühl mhm. für andere Menschen und für die Welt und der andere Mensch hat es überhaupt nicht, es interessiert ihn gar nicht, ja. weil er das Bewusstsein dafür nicht hat. Das hat es nichts damit zu tun, dass der eine besser und der andere schlechter ist, sondern es sind verschiedene Bewusstseinszustände. Genau. Ähnlich, der Erstklässler kümmert sich um völlig andere Dinge mhm. als der Zehntklässler, weil der Erstklässler hat erst das erste Schuljahr gerade dabei zu absolvieren, der hat ein ganz anderes Bewusstseinswissen mhm. als der Zehntklässler, der halt schon 10 Schulklassen absolviert hat. Und genau. genau, Sie sagen, der Unterschied zwischen diesen beiden Menschen, der eine Mensch, der für die Welt und ihre Menschen ein Bedürfnis hat und der andere, den es gar nicht interessiert. Sie unterscheiden sich deswegen, weil sie unterschiedliche Inkarnationen erlebt haben. Und die Anzahl der gelebten Inkarnationen entscheidet über den Bewusstseinszustand des Menschen. Mhm. Und ob ein Mensch 1000 Inkarnationen gelebt hat, 5000 oder eine 500.000. Also es gibt Wesen, sagen sie, die sind schon mehr als eine 500.000 Mal inkarniert gewesen mhm. in den letzten 4,3 Milliarden Jahren. Und das ist der Unterschied. Je öfters du inkarniert bist, umso mehr Bewusstsein hast du aufgebaut und umso mehr, das ist entscheidend, Liebe konntest du aufbauen mhm. und aus dieser Liebe heraus Mitgefühl. Und sie sagen, dass eben jetzt ganz viele von diesen Wesen an einem Schritt sind, dass sie so viele Inkarnationen gelebt haben, dass sie bisher in einem Zustand eines Zehntklässler waren als Beispiel ja. und jetzt plötzlich ihr Abitur ablegen und plötzlich wir ganz viele Abiturienten oder sogar jetzt ihr Studium ablegen und wir ganz viele jetzt haben, die promovieren. Das mhm. passiert gerade, dass für mich wie ein Dominoeffekt entsteht und weil das die kritische Masse ergibt, mhm. wird, weil ein kleiner Teil der Menschheit so sehr in ihrem Bewusstsein sich plötzlich förmlich expandiert, mhm. plötzlich all die Dinge, über die wir momentan sprechen, in ihrem eigenen Leben umsetzen, sie verstehen plötzlich, dass ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen Gefühle in jeder Sekunde ihr Leben schöpfen. Erzengel Michael hat mal in einem Channeling gesagt, dein Jetzt-Denken erschafft dein Morgen-Erfahren. Dein Jetzt-Denken erschafft dein Morgen-Erfahren. Mhm. Und ich möchte noch weitergehen. Dein Jetzt-Fühlen erschafft dein Morgen-Erfahren. Richtig. Das heißt, wenn jetzt Millionen Menschen sich bewusst machen, dass ihr Denken, ihr Fühlen, ihr eigenes Schicksal jeden Tag bestimmt und wir jetzt plötzlich Millionen Menschen anfangen, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Sie also nicht mehr nach draußen schauen, nach der Politik, was macht denn die Politik oder was machen die Chemie oder was macht, sondern einfach sagt, ich bin felsenfest überzeugt, ich schöpfe mein eigenes Leben. Ja. Und mit diesem inneren Bewusstseinszustand sich fragt, was wünsche ich mir für eine Welt? Aber erstmal für mich, meine eigene genau. kleine Welt. Genau. Und diese eine kleine Welt wünsche ich mir jetzt in die Harmonie, in die Freude, in das Glück. Mhm. Das fängt dann plötzlich an, dass wir anfangen, unser eigenes Leben wirklich zu verändern, weil die Gewohnheiten sich verändern. Ich weiß, wovon ich spreche, seit ich mich mit diesen Dingen so intensiv beschäftige, will mein Körper zum Beispiel bestimmte Dinge nicht mehr haben. Das heißt Kaffee, Süßigkeiten. Das heißt, der Körper fängt plötzlich an, permanent bestimmte Nahrungsmittel zu wollen. Mhm. Jetzt fange ich an, schon automatisch, weil ich bewusster und bewusster werde, weil mein inneres Sein das für mich verlangt, mir bestimmte andere Nahrungsmittel zu holen. Mhm. Wo immer weniger Chemie drin ist, immer weniger industrielles, selbstgefertigte Nahrung, selber das Kochen oder in dem Fall meine Frau. Beim Wasser nur noch gutes Wasser zu trinken, mhm. überhaupt viel Wasser zu trinken. Das heißt, in meiner kleinen Welt, oder wir alle fangen dann an, in unserer kleinen Welt plötzlich schon wieder
ein Leben zu führen, wie wir es uns wünschen. Und wenn das genügend tun, wenn viele in ihrer eigenen kleinen Welt diese Veränderung bewirken, dann wird das, und davon bin ich felsenfest überzeugt, hinausgehen auf die gesamte Menschheit, und sie wird dann förmlich über Nacht, vielleicht sind es diese 3 Tage und 3 Nächte, von denen ja mehrere Prophezeiungen sprechen, werden wir förmlich über Nacht über das morphogenetische Feld eine Neuausrichtung der Menschheit haben. Das ist also total einleuchtend. Ich weiß auch aus unseren eigenen Erfahrungen, als auch natürlich im Umfeld, dass ganz, ganz viele ihr Bewusstsein zum Essen, insbesondere Fleisch etc., gewandelt haben. Ja. Und zwar von jetzt auf gleich. Ja. Bei uns war es auch so, schon einige Zeit Vegetarier, nur auf gesunde Nahrung lege ich immer ganz besonders viel Wert. Ich lese auch alles, bevor ich es kaufe und achte auch sehr drauf. Ja. Und das ist das, ich fange bei mir an, in meiner kleinen Welt. Ja. Und wenn ich in meiner kleinen Welt für mich den richtigen Weg, die Ordnung gefunden habe, strahle ich das wieder aus. Über die Felder. Ganz genau. Und somit kommen auch noch andere mit hinzu. Ja. 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 Eine wunderbare Vorstellung. Wir sind ja auch Schöpfer. Ja. Wir sind absolut kreativsten Schöpfer, die es gibt, kann man sagen. Jeder für sich. Nicht das so. Ist doch, das ist vermutlich einer der zentralsten Punkte, dass jeder von uns erstens erkennt, ich bin der Schöpfer meines eigenen Lebens. Mhm. Das bedeutet aber in dem Moment Akzeptanz, dass alles, was sich bisher umgibt, ich selbst geschöpft habe. Ja. Das heißt, irgendwann mal habe ich mit meinem Jetzt-Denken und Fühlen diese Erfahrung, die ich gerade habe, geschöpft. Das kann 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre zurück sein. Aber die Wahrheit ist, dass alles, was wir momentan erleben, geschöpft ist aufgrund unserer eigenen Gedanken und Gefühle aus der Vergangenheit. Wir merken das ja an vielen E-Mails, die zu uns kommen, dass da viele noch damit hadern und doch immer noch diesen alten Weg gehen möchten. Es gibt doch bitte einen Verantwortlichen, der dafür jetzt verantwortlich ist, dass mir das jetzt gerade in meinem Leben geschieht. Passiert, oder dass das auch auf der Welt, weil das, was momentan auf dieser Welt geschieht, ist kollektiv, hängt das zusammen, das sind die Gedanken und Gefühle der Menschheit. Richtig. Das gehört zu uns. Und worauf es jetzt ankommt, ist, dass Menschen wie wir, wie du es gesagt hast, Menschen, die jetzt draußen das hören, die zu den Abenden kommen, sagen, okay, die Welt wird sich erst verändern, wenn einige wenige anfangen, ihre Welt zu verändern. Mhm. Das wird der einzige Weg sein. Der einzige Weg, machbare Weg, ist, wenn Menschen, die sich selbst an der Nase nehmen, sie zu sich selbst sagen, ich möchte meine Welt ändern, ich werde jetzt meine Welt ändern. Und weil ich meine Welt ändere, werde ich als Teil dieser Welt, als Teil der kritischen Masse, jeder, der jetzt aufsteht und den ersten Schritt in die Veränderung geht, ist bereits Teil der kritischen Masse. Ja. Und diese kritische Masse, die sich gerade auf diesem Planeten weltweit, wirklich weltweit findet, ist die Masse, die jetzt bereits sukzessive 1, 2, 3, 5, 10, 20 Schritte in diese neue Welt hineingeht. Diese neue Welt ist bereits, sie ist greifbar, auf der geistigen Welt längst vorhanden. Die geistige Welt hat mir gesagt, nach dem 21.12.2012 steht hier bei uns auf der geistigen Welt in Bezug auf euch kein Stein mehr auf dem anderen. Es ist alles komplett verändert. Die Voraussetzungen sind erschaffen für diese neue Welt. Aber ihr müsst jetzt diese neue Welt hineinträumen. Und es gibt ja ein wunderschönes Lied von Xavier Naidoo, das da heißt, bitte bleib dabei zu träumen. Also ich nenne es so, es heißt ja anders, da ist ja dieses Nicht-Wort drin. Ja, ja. Für mich heißt es, bitte bleib dabei zu träumen. Das heißt, jetzt geht es darum, dass jeder von uns den Mut hat wie ein Kind. Deswegen Jeshua sagte, werdet wie die Kinder. Wir sind Kinder. Kinder leben, ich sehe es an meinem 4-jährigen Sohn, im Hier und Jetzt. Mhm. Im Hier und Jetzt zu leben bedeutet, in der Gegenwart zu leben. Schöpfung findet nur in der Gegenwart statt. Mhm. Auch das hat die geistige Welt wunderbar erklärt. Sie sagen, dass dein Schöpfungsbewusstsein, das du hast, kannst du auf 2 Arten nutzen. Die eine Art ist, du nutzt es, indem du nachdenkst. Nachdenken, sagt ja schon das Wort, ich denke über etwas nach, was bereits passiert ist. Bedeutet aber, ich bin immer in der Gegenwart in meinem Schöpfungsbewusstsein. Wenn ich aber in der Gegenwart in meinem Schöpfungsbewusstsein nachdenke,
bin ich in der Vergangenheit. Mhm. Wenn ich jetzt über Vergangenes nachdenke, schöpfe ich aber in meiner Gegenwart, in meinem Schöpfungsbewusstsein bereits wieder meine neue, alte Zukunft. Also ich ziehe die Vergangenheit durch das Nachdenken immer wieder in meine Zukunft. Erfahre dann in meiner Gegenwart wieder scheinbar die Vergangenheit und sage, warum immer ich? Warum sehr gut erklärt, danke dir dafür. Dieses Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt zu leben, ist nämlich gar nicht so einfach zu verstehen. Ja. Das geht doch gar nicht. Wir haben doch eine Vergangenheit und ich muss doch auch wissen, was morgen ist. Jedoch wichtig ist doch hier, jetzt sitzen wir zwei hier und reden. Ja. Und das Thema ist wichtig. Ja. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Jede Sekunde. Jede Sekunde, jede Millisekunde, sage ich sogar. Jede Millisekunde und das zu Bewusstsein führen, was ich gerade jetzt denke, noch viel mehr, was ich jetzt fühle, ist es das, was ich möchte. Genau. Ich bin momentan sauer und das ist auch ein ganz wunderbarer Begriff. Ich kann jedem nur empfehlen, anzufangen, etwas ganz Einfaches zu tun, den eigenen körperlichen Zustand zu überprüfen. Wie geht es? Ganz einfach. Jedes Mal, wenn wir auf das spezielle Örtnen gehen, einen Lackmusstreifen mitzunehmen. Ja. Lackmuspapier. Ja. Lackmuspapier hat die Fähigkeit, wenn du dann auf diesen Streifen pinkelst, dann zeigt er eine Verfärbung. Und an dieser Verfärbung kann ich erkennen, bin ich basisch oder sauer. Ja. Eine Grundvoraussetzung, ich habe einen wunderbaren Vortrag gehört über von einem, der das vorgetragen hat, über basisch und sauer. Und er erklärt, alle Krankheiten kommen in ihrer Grundentstehung, weil der Körper nicht basisch ist. Und der hat es so klar erklärt, unser Blut muss immer Basis sein. Und zwar in einem sehr engen Korridor. Ich kann jetzt die Zahl nicht genau nennen. Ich meine zwischen 7,3 und 7,4. Also es ist ein ganz enger Korridor. Unser Blut muss Basis sein. Wenn das Blut nur 0,2 oder so in etwa heruntergehen würde, also sehr, sehr wenig, würde es verklumpen. Ah ja. Und dann könnten wir nicht mehr leben. Richtig. Das heißt, wir brauchen basisches Blut. Und der Körper holt sich jetzt permanent, er tut alles, damit das Blut Basis bleibt. Wenn er es nicht mehr schaffen kann, holt er Mineralstoffe. Mineralstoffe zum Beispiel aus den Knochen Calcium. Ja. Das bedeutet, wenn wir schon anfangen, unsere kleine Welt zu verändern, sollten wir erstmal den Zustand unseres Körpers verändern. Und die deutsche Sprache ist deswegen so machtvoll, weil sie ist zweideutig. Und wenn ich sage, wir sollten anfangen, nicht mehr sauer zu sein, bedeutet es natürlich auf der körperlichen Ebene, nicht mehr einen sauren Urin zu haben. Alles, was unter 6,8 ist, ist sauer. Alles, was 6,8 oder drüber ist, ist basisch. Also wäre es wichtig, dass unser eigener körperlicher Zustand ins Basische geht und nicht mehr sauer ist. Denn wenn wir nicht mehr sauer sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind nicht mehr sauer. Warum hat die jetzt gestern nicht angerufen? Warum hat der Chef mir heute jetzt in meinem Gespräch nicht die Gehaltserhöhung gegeben? Warum kam jetzt wieder das Schreiben vom Finanzamt? Alles sauer. Warum macht uns sauer? Ja. Im Jetzt. Das ist das Entscheidende. Der Jetzt-Zustand ist das alles Entscheidende. Und im Jetzt-Zustand sich glücklich zu fühlen, voller Freude zu fühlen. Denn wir beide, wir drei, können doch jetzt gerade glücklich sein. Ja. Wir sind gesund, wir fühlen uns wohl, wir dürfen beisammen sein, wir dürfen das machen, was wir tun, wir dürfen wundervolle Worte sprechen, dass viele Menschen Erkenntnisprozesse bekommen. Ja. Wir haben alle, ich habe ein Dach über dem Kopf, dort wo ich herkomme, ich habe ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Genau. Das heißt, wir haben so viele Gründe, glücklich zu sein. Und meine Erfahrung ist die letzten Wochen und Monate, dass obwohl ich ein Umfeld habe, wo ich immer glücklich sein kann, ich trotzdem in meinen Gedanken oft gesehen habe, was ich nicht habe. Und genau das ist das Entscheidende. Sehe ich, was ich scheinbar nicht habe und ich fühle mich dann unzufrieden, nämlich schlecht, strahle aber jetzt genau diese saure Energie aus und ziehe noch mehr Erfahrungen an, die mich dann sauer werden lassen. Ja. Oder im Hier und Jetzt sage ich, im Hier und Jetzt habe ich doch alles, was ich brauche. Und deswegen kann ich doch jetzt glücklich sein. Und weil ich jetzt gerade glücklich bin und das einzige ist, worauf es ankommt, weil ich jetzt glücklich bin, strahle ich
Glück aus. Ich strahle genau. Jetzt, je länger ich drüber rede, umso mehr fühle ich mich total glücklich, voller Freude, voller Energie. Und die strahle ich jetzt in meine Felder hinaus. Und jetzt werden meine Felder draußen den anderen Menschen sagen, er ist glücklich. Das wird meine gesamten Beziehungen verändern zu allen anderen Menschen. Und in dem Moment werden auch Situationen, jetzt schon webt die geistige Welt. Die geistige Welt hat mir erklärt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was es bedeutet. Jede Sekunde, jede Millisekunde weben wir neue Möglichkeiten. Denn es gibt kein Schicksal, das vorgefertigt ist. Maximal der Seelenplan, der erfüllt werden darf und deswegen schicksalshafte Erfahrungen zu uns kommen. Wir weben permanent durch jeden neuen Gedanken, jedes neue Gefühl von dir und allen anderen mögliche Fügungen, die wir dann zu dir führen. Das ist einfach das Resonanzgesetz, man zieht das ja auch an. Das Gleiche, das das Gleiche anzieht. Ganz genau. Und Amira, wir sprachen von den Sekunden. Der Tag hat 86.400 Sekunden. Ich habe es gerade mal eben ausgerechnet. Okay. Nein, stimmt nicht, ich weiß es. Aber ich finde ganz wichtig, diese Sekunde ist ja viel. Ja. 86.400 Sekunden. Ja. Wenn ich die im Hier und Jetzt lebe, jede Sekunde, ja. Ich denke, dann bin ich bei mir, oder? Schlaf abrechnet 8 Stunden, das dürfte ein Drittel sein, dann sind es aber immer noch 500.000 Sekunden. Das ist genau das, worauf es ankommt. Also, ich habe mir das noch nie Gedanken gemacht, aber das ist schön, dass du dieses Beispiel nennst. Mhm. Wenn wir am Tag 500.000 Sekunden haben, die uns unser Schöpfungspotenzial sind, also wir schöpfen 500.000 Mal pro Tag, von mir aus braucht ein Gedanke vielleicht manchmal 2 oder 3 Sekunden, also lass es vielleicht noch 150.000. Irgendein schlauer Mensch hat mal ausgerechnet, wir würden pro Tag 50.000 oder 80.000 Gedanken denken, ja, so und damit natürlich noch viel mehr Gefühle fühlen. Mhm. Das bedeutet, wenn wir pro Tag bei 50.000 oder 80.000 Gedanken dreimal bewusst sagen, es geht mir gut, und dann 79.997 Mal Frust schieben, es geht mir schlecht. Das geht mir aus irgendeinem Grund schlecht, weil ich jetzt das nicht habe oder weil ich das nicht habe. Oder weil der so ist. Oder weil der oder die so und so ist. Dann ist doch klar, welche Resonanzfelder wir aufbauen. Und das ist vermutlich das, was viel noch nicht bewusst ist. Sie sagen, ich denke doch schon positiv. Ich bin doch schon einmal im Monat auf einem Seminar gewesen. Ich habe schon 5 Seminare gemacht. Ich habe schon 10 Bücher gelesen. Warum ändert sich denn nichts wirklich jetzt bei mir? Genau. Und das ist damit, und das wird vielleicht jetzt sehr deutlich in dem guten Beispiel von dir, wenn wir am Tag 90.000, 100.000, 80.000 Sekunden haben, wo wir denken. 86.400. Pro Tag. Also pro Tag 86.400. 400. 400, jetzt nehmen wir die Schlafzeit weg, also da sind wir doch bei diesen 50.000 Sekunden pro Tag. Entscheiden wir, was mache ich? Und hier geht es nach dem Gesetz der Stärke. Wenn ich 5 Minuten, 10 Minuten bewusst die Worte ausspreche, die ich mir wünsche. Ja. Zum Beispiel zu sagen, ich bin göttliche Ordnung. In mir und in meinem Leben ist göttliche Ordnung. Ich bin dankbar für göttliche Ordnung. Und jetzt mache ich eine Pause. Und atme einfach tief ein und aus und fühle jetzt, was es bedeutet, wenn ich göttliche Ordnung bejaht habe, wenn ich fühle, dass in meiner Umwelt göttliche Ordnung ist, dass in dem Moment jetzt durch meine Worte göttliche Ordnung hinausstrahlt und sich jetzt gerade alles ordnet. Und ich das ein paar Mal gemacht habe und dann weitermache. Ich fühle, in meinem Körper ist göttliche Ordnung, in all meinen Lebensbereichen ist göttliche Ordnung. Ich also auch langsam mache, wirklich mir Zeit nehme, es nicht auf die Häufigkeit ankommt, sondern wie ich es mache, wie viel Energie, wie viel Gefühl ich hineingebe. In allen meinen Beziehungen ist göttliche Ordnung. Und dann mache ich wieder eine Pause und da atme tief ein und aus. Und das mache ich am Tag 2-mal, 3-mal, 5-mal, 10-mal, vielleicht mal eine Viertelstunde am Stück pro Tag. Dann bin ich der absoluten Überzeugung, aus eigener Erfahrung verändert sich unser Leben. Absolut. Bin ich auch von überzeugt. Gibt nur diesen Weg. Ja, geht nicht anders. Ja. Man kann ja echt nur sagen, wie innen, so geht es nach außen. Ja, wie das Innere, die inneren Felder, aufgebaut im Hier und Jetzt, pro Sekunde, 50.000 Mal am Tag, so strahle ich aus und so werden die äußeren Felder, sie müssen
nach dem Gesetz des Inneren müssen die äußeren Felder das anziehen, was im Inneren vorhanden Richtig. Ist. Und jetzt ein Schlüssel für mich war das Erlebnis, als ich dieses Gesetz gehört hatte, wie innen, so außen. Mhm. Habe ich in dem Moment gesagt, ja, und umgekehrt müsste es ja auch funktionieren. Wie außen, so innen. Das bedeutet, wenn ich anfangen möchte, mein Leben zu verändern, mache ich nach dem Gesetz wie draußen so drinnen. Ich schaue mir das draußen an. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich draußen sehe, in meiner Partnerschaft ist Chaos. Ja. Auf meinem Konto ist Chaos. Mhm. In meinem beruflichen Umfeld ist Chaos. Oder in meinem Körper ist Chaos. Mhm. Wie draußen, so drinnen. Ja. In dem Moment kann ich akzeptieren, es ist nur außen Chaos, weil in mir Chaos ist oder war in der Vergangenheit. Mhm. Und das innere Chaos, was war oder jetzt noch ist, hat dieses äußere Chaos erzeugt. Genau. Will ich morgen Harmonie haben und kein Chaos, muss ich jetzt gerade in dieser Gegenwart, auch wenn ich noch im Chaos bin, das ist das Entscheidende, ja. Obwohl ich jetzt noch um mich Chaos habe, gehe ich jetzt in meiner Gegenwart in die Harmonie. Ich bejahe Harmonie und ich beatme förmlich Harmonie und strahle Harmonie aus. Werde ich morgen oder übermorgen Harmonie ernten? Richtig. Das ist das Gesetz. Nur Amira, ich höre schon, wie manche sagen, ja, ja, aber rede ich mir das nicht alles dann schön, wenn ich doch so viel Chaos um mich herum habe? Ich denke, das ist nicht kein Schönreden, sondern ich habe ja selbst die eigene Entscheidung, ich darf ja weiter in dem Chaos bleiben, wenn ich es möchte. Jedoch habe ich aber auch die Entscheidung, mich jetzt in dieser Millisekunde dafür zu entscheiden, anders zu sein. Ja. Egal, ob das Chaos noch da ist. Ja. Ja. Ich finde, das ist ein ganz toller Hinweis, den du hier gibst, und das ist sehr hilfreich. Mhm. Absolut gut verständlich, dass man es endlich mal versteht, was ist hier und jetzt? Ja. Wie kann ich was verändern? Jetzt, hier, in diesem Moment. Nur hier und jetzt. Das ist der Schlüssel. Doch das tägliche Leben, was wir führen, heutzutage ja durch die viele Elektronik, verleitet uns ja, dass wir gar nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern dass eben die Mails, die reinkommen permanent, die Anrufe permanent alle erreichbar sein müssen, dass wir permanent in die Vergangenheit oder in die mögliche Zukunft gezogen werden. Es ist ja gar nicht einfach, im Hier und Jetzt zu sein, weil uns das tägliche Leben dort draußen förmlich zwingt, permanent in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein. Stimmt, gebe ich dir recht. Das ist, ist so. Das ist eine Entscheidung. Die Veränderung beginnt immer mit der Entscheidung. Und eine Entscheidung beginnt mit einem Bewusstseinsakt. Alles, was ich tue, zielt auf eine einzige Sache hinaus. Ich bete jeden Abend und für jedes Wochenende, dass alle Teilnehmenden, dass wir alle uns tief bereichernde Erkenntnisprozesse bekommen. Ja. Denn erst wenn ich einen Erkenntnisprozess habe, kann ich aufgrund des Erkannten, Korafone, der mit mir ja unterwegs ist, sagt, ich habe jetzt deine Ägypten-CDs, er war in Ägypten nicht dabei, hat aber die CDs sich angehört, dreimal angehört, und du sagst, dort wird wieder gesagt, wie wichtig das Hier und Jetzt ist. Schöpfen findet nur im Gegenwart statt, sagt er, und heute habe ich es zum ersten Mal verstanden. Das Schöpfen wurde so oft schon erklärt, aber ich habe es heute erst verstanden. Das ist das. Erst wenn es in uns dieses Klick macht, ja. Dann haben wir es verstanden, und erst dann werden wir eine Entscheidung treffen. Und aus dieser Entscheidung werden wir dann so handeln. Und das Handeln wird dann sukzessive uns verändern, weil es dann in uns Gewohnheiten, irgendwann wird es alles zu einer Gewohnheit, so wie momentan diese alte Gewohnheit, du musst morgens aufstehen und erst musst du den Kaffee riechen und dadurch wirst du erst wach und dann musst du den Kaffee trinken. Gewohnheit, ja. Das ist eine Gewohnheit. Ja. Irgendwann legst du das ab und irgendwann brauchst du es nicht mehr. Das ist ganz interessant, du kannst trotzdem morgen wach werden, du kannst einen Pfefferminztee trinken, der Basis ist, auch das ist entscheidend. Der Tee macht erstmal wieder sauer, also im Körper. Der Pfefferminztee schafft Basis. Ich trinke pro Tag in etwa 1,5 bis 2 Liter reinen Kräutertee. Kräuter sind eins der Basismittel überhaupt. Ja. Und das vor allem noch abends, merke ich, macht den Urin basisch. Und damit ist der Körper in einem anderen Zustand. Er fühlt sich anders an. Und ich kann es nur sagen, dieses nicht sauer zu sein auf körperlicher Ebene,
spüre ich, geht auch auf die Seele über. Du fühlst dich anders. Genau. Weil du in einem anderen körperlichen Zustand bist. Dieses nicht sauer sein. Ich meine, jetzt wenn man schon gesagt, ich bin sauer auf den. Jedoch, es hat auch was damit zu tun, wie man sich ernährt, was man trinkt. Ich trinke natürlich gerne mal eine Tasse Kaffee, muss ich dazugeben. Morgens freue ich mich schon drauf. Okay. Aber ich trinke auch, wie du siehst, sehr gerne Tee, sehr viel Kräutertee. Und wir haben auch ganz viel im Garten eigenes Pfefferminze, Salbei. Ja. Und da koche ich mir auch meinen Tee. Ich finde, das ist ganz für mich sehr, sehr lecker. Ja. Wenn andere sagen, das schmeckt mir nicht gut, aber mir schmeckt es und es tut mir gut. Ja. Es hat doch auch was damit zu tun, wie nehme ich meinen Körper an, wie sind die Signale meines Körpers, was signalisiert mir mein Körper, um dann auch meine Ernährung und meine Gewohnheiten mal umzustellen. Wir kommen immer zum selben Thema, Bewusstsein. Ja. Ja. Auf den Körper zu hören, auf den Körper und seine Signale zu reagieren. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Hungergefühl habe und das Erste, was ich sehe, ist ein Apfel. Mhm. Darauf zu reagieren, also früher habe ich vielleicht keinen Apfel gesehen, früher habe ich vielleicht die Pommes gesehen oder die Pizza, je nachdem. Ja, das oder heißt, Süßes, ja. Ja, das heißt, durch die innere Bewusstseinsveränderung findet eine äußere Veränderung statt. Und auf die Bedürfnisse des Körpers zu achten, setzt voraus, ich brauche ein Bewusstsein. Mhm. Ein Bewusstseinsakt, aus meiner Erfahrung, setzt aber voraus, dass ich sukzessive meinem Körper die Gelegenheit gebe, dass mein Bewusstsein wacher und wacher wird. Mhm. Wie wird das Bewusstsein wach? Das Bewusstsein wird wach, je weniger es Giftstoffe, abhängigkeitsmachende Stoffe bekommt. Ja. Weil gerade viele Stoffe in unserer Ernährung sorgen ja dafür, dass das Bewusstsein eben nicht wach wird, sondern einschläft. Richtig. Das bedeutet, wenn ich Bewusstsein wirklich haben möchte, muss ich, ansonsten wird das nicht funktionieren, bereit sein, bestimmte Dinge umzustellen. Wenn ich nicht bereit bin, bestimmte Dinge in meinem Leben zu verändern, werde ich zwar vielleicht ein Leben lang Bücher lesen und hoffen, dass das irgendwann mal was bringt, es wird aber nichts bringen. Das Entscheidende ist, dass wenn ich ein Buch lese, dass ich aufgrund des Erkenntnisaktes dann mein Leben wirklich verändere. Was sind Giftstoffe? Ganz einfach. Alles, was in unserer Nahrung drin steckt, die uns süchtig machen. Ja. Was macht mich süchtig? Ganz einfach. Das, was ich nicht mehr sein lassen kann. Super. Also wenn ich morgens etwas unbedingt brauche, wenn ich mittags unbedingt etwas brauche, dann bin ich schon süchtig. Wenn ich es haben kann, aber auch Nein sagen kann, genau. Ein, zwei, drei Tage mal es nicht tun muss, bin ich nicht süchtig. Genau. Solange ich es aber permanent jeden Tag brauche und nicht Nein dazu sagen kann, bin ich süchtig. Und wenn ich süchtig bin, ist bereits etwas passiert in meinem Körper, sind bereits Stoffe, die er permanent braucht, um sich zu betäuben. Ja. Und wenn der Körper betäubt, betäubt er das Bewusstsein. Und wenn das Bewusstsein betäubt ist, kann ich keine oder wenig diese Erkenntnisakte bekommen, aufgrund denen ich dann in der Lage wäre, mein Bewusstsein zu verändern. Richtig. Vollkommen richtig. Sehe ich genauso. Denke dahin, mal hinzuschauen, selbst wenn ich dies oder jenes mal gewohnheitsmäßig esse oder trinke, da mal zu schauen, kann ich dazu Nein sagen. Genau. Ganz wichtig. Also nicht nur sagen, weil viele auch sagen tun, mir, ne? Ich kann leicht, ich komme ganz leicht ohne das aus. Dann sage ich, aber du brauchst es trotzdem jeden Tag. Ja, ja, aber ich könnte jederzeit, wenn ich mal nichts hätte, hat letztens mir einer gesagt, der raucht, und dann könnte ich nicht rauchen. Sage ich, aber ich glaube noch nie vorkommen, dass du nichts zu rauchen hast. Ja, das stimmt, stimmt. Genau, da also, macht man sich ja selbst was vor. Ne? Ja, also hier machen sich vielleicht viele selbst etwas vor, aber wir sprechen heute zu den Menschen. Also ich bin ganz sicher, die heute das hören und die das auch später hören werden, sind all die Menschen, die an der Schwelle stehen, vielleicht schon so an der Schwelle stehen, sagen, ich habe so genug, ich möchte endlich nicht nur wissen, dass es diese ganzen Dinge gibt, sondern ich möchte selbst in meinem Leben endlich erfahren, dass das wirklich stimmt. Ja. Ich möchte nicht nur die Wundertüte in der Hand halten und von anderen hören, dass das funktioniert. Ich möchte endlich selbst diese Wunder erleben. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Was hat Jeschua vor 2000 Jahren gesagt? Er sagte, in dieser Zeit, die da kommt, viele haben dann gefragt, ja, wann kommt denn diese Zeit? Und er sagte, bald.
Er hat aber nicht gesagt, bald sind 2000 Jahre und vielleicht nochmal 35 Inkarnationen unter schwersten Bedingungen. Das heißt, wenn diese Zeit kommt, sagte er, werdet ihr größere Wunder vollbringen, als ich sie jetzt gerade vor euren Augen vollbracht habe. Ja. Was sind die Wunder, habe ich mich immer gefragt, was sollen denn die heutigen Wunder sein? Auch sollen wir alle übers Wasser gehen, aber nicht wie er übers Wasser gehen, sondern vielleicht mit den Händen drüber gehen oder auf den Ohren, also noch größere Wunder. Nein, die heutigen Wunder sind, dass wir ein wundervolles Leben leben. Das heißt, dass wir eine Partnerschaft haben, die uns tief erfüllt, wo wirklich zwei Menschen zusammenleben, die sich jeden Tag in die Augen schauen und Liebe empfinden füreinander. Das empfinde ich unter einer wundervollen Partnerschaft. Ja. In der noch Zärtlichkeit und Sexualität stattfindet. Das finde ich unter einer wundervollen Partnerschaft, wo man noch der andere geht kurz auf die Toilette und du wartest schon, wenn er wiederkommt. Ja. Du vermisst in dem Moment und freust dich, dass der Mensch wiederkommt. Das verstehe ich. Ja. Und dass du einen Beruf, der nicht mehr ein Job ist, sondern dass deine Berufung ist, etwas, was dich tief erfüllt, was du so gerne machst, dass du Freude dabei empfindest, was dich sogar in aller Regel irgendwann mal in die Selbstständigkeit führt, also in das eigenständige Sein, die Selbstständigkeit, wo du eine finanzielle Basis hast, wo du dir all die Dinge, einfach die Wünsche auch materiell leben kannst, weil du einfach die Einnahmen zu dir ziehst, das ist ja auch ein Resonanzgesetz, die zu dir gehören, weil du genau das tust, was du von ganzem Herzen tust. Ja, das heißt, ein wundervolles Leben, vielleicht ist, oder ich empfinde, dass genau das war, was er gemeint hat. Viele von euch werden in dieser Zeit ein wundervolles Leben führen. Sie werden unabhängig in welcher Umwelt sie leben, werden sie in einer eigenen Welt leben, in der Wunder geschehen. Partnerschaft, Gesundheit am Körper, eine Verjüngung wird stattfinden, wo wir wirklich in einem beruflichen Umfeld leben, das uns Freude bereitet, wo wir ein finanzielles Umfeld haben, das uns Freude bereitet, und wo wir einer Aufgabe nachkommen, wo wir wirklich uns selbst aufgeben können, weil wir ganz bei dem sind, was uns erfüllt, was uns Freude macht. Ich denke, das ist schon jeden Tag ein Wunder, ja? Ja. Oder viele, viele Wunder, ja, wenn man das erlebt und erleben darf. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. So habe ich das natürlich auch noch nicht gesehen, deine Aussage, muss ich echt sagen. Danke dir, das finde ich ganz toll. Bitte, bitte. Gerade dieses, da mal hinzuschauen, was ist wirklich das Wunder, was wir vollbringen, das Wunderbare, ja. Du, das Wunderbare ist doch allein schon, wenn ich morgens aufwachen darf und es keine Schmerzen da sind, ja, der ganze Körper funktioniert. Das klingt jetzt vielleicht so pro forma, aber es ist tatsächlich so, wir leben momentan in einer Welt, die Studien sagen das, wo mittlerweile pro Jahr in Deutschland ungefähr eine 300, 350.000, die Zahlen genauer, Menschen erfahren, dass sie Krebs haben. Das bedeutet, wenn ich gesund bin und gesund sein darf und damit hinausgehen kann, wirken darf, einer Aufgabe 8 Stunden nachkommen darf, wenn ich für meine Kinder da sein darf, für meinen Partner, das heißt, das setzt einfach einen Bewusstseinsakt voraus, mich zu fragen, gibt es eigentlich Dinge in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann? Oh ja. Und dann werden uns plötzlich ganz viele Dinge einfallen. Und einer für mich der machtvollsten Bejahungen, die ich gerade habe, ist, dass ich sage, zum Ersten, ich fokussiere mich neu. Ich sage, es ist jetzt meine göttliche Absicht und mein göttlicher Wunsch, gleichgültig, was ich tue, wohin ich gehe, was ich erfahre oder wen ich treffe, ich wünsche mir von Herzen glücklich zu sein. Glück zu empfinden, Freude zu haben, Freude zu empfinden, Liebe zu fühlen, Liebe zu empfinden. Also ich fokussiere mein Bewusstsein immer und immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, dass ich eine Entscheidung treffe, was möchte ich denn erfahren, wie möchte ich mich fühlen. Und dieses immer wieder sich das ins Bewusstsein zu rufen und auf der zweiten Stufe dann gleichzeitig zu sagen, wenn ich einen klaren Fokus habe, was ich möchte, zu sagen, ich wünsche mir, Freude zu empfinden, ich wünsche mir, glücklich zu sein und dann in die andere Stufe zu gehen, zu sagen, ich danke von ganzem Herzen, dass ich Freude empfinden darf, ich danke, dass ich glücklich sein darf, ich danke, dass ich Freude empfinden darf, dass ich Liebe empfinden darf. Das heißt, ich mache immer dieses Wechselspiel zwischen, ich fokussiere, was ich mir wünsche, dann
Und dann gehe ich gleichzeitig in den Zustand, dass ich mich glücklich fühle und dann bedanke ich mich dafür, dass ich mich glücklich fühle. Also es ist ein permanentes Hin- und Herspringen von diesen beiden Gegenwarts erschaffen und dann in der Gegenwart schon erfahren. Eben, es ist ja schon praktisch beendet dann. Genau, schon ist ja der Moment schon vollbracht. Ja. Und je häufiger ich das tue, merke ich, umso schneller geht es, richtig, dass ich von der Absicht, ich möchte glücklich sein, bereits in das Gefühl komme, unabhängig, danke, was gerade in meinem Leben ist, dass ich glücklich bin. Damit verstärke ich das Gefühl der Dankbarkeit und dann kann ich wieder noch leichter in den Fokus gehen, ich wünsche mir das, gebe wieder die Absicht nach draußen und gleichzeitig kommt es immer schneller wieder zurück, also das wird schneller und schneller, so dass ich fast permanent in diesen Zustand komme, dass ich mich glücklich fühle. Also ist irgendwann dieser Ausspruch, ich wünsche mir das, gar nicht mehr nötig, weil man sich wirklich glücklich fühlt, aus der undankbar sein kann. Genau. Sondern das wird der Zustand ja sein, wo wir permanent, das ist auch das Samadhi, was genannt wird, wo wir in einem permanenten Zustand der Freude, des Glückes sind, unabhängig, was in unserem Leben draußen geschieht. Unabhängig, was in unserem Leben draußen geschieht, können wir trotzdem innerlich glücklich sein. Und Freude empfinden. Und in der Selbstliebe sein. Und die Selbstliebe, hatten wir vorhin schon das Thema, setzt aber voraus als Basis, dass ich irgendwann mal in meinem Leben akzeptiere, dass ich das einfach ablege, dass ich niemals schuldig war, nie schuldig sein kann und dass wir noch niemals einen Fehler gemacht haben. Das sagen unsere Seelen, die Seelen aus Gott immer und immer wieder. Alles, was dir in deinem Leben bisher widerfahren ist oder noch zu dir kommen wird, ist von mir, deiner Seele, vorausgewählt. Du kannst nichts erfahren, was nicht durch mich, die Seele, im Vorfeld vorausgewählt ist. Alles, was ich dir zuführe oder bisher zuführte oder noch zuführen werde, ist tief sinnvoll. Alles hat einen Sinn. Okay. Die Seele sagt, das ist ja auch unser Seelenauftrag. Wir sollen ja auch hier lernen. Jedoch, das Lernen ist manchmal nicht so toll, ne? Das erscheint uns. Es erscheint uns nicht toll, weil wir auch meistens mit unserem Bewusstsein werten und wir sagen, wenn ich die Spaghetti esse, mir nicht den Mund verbrenne, ist es gut, dann schmecken sie gut. Esse ich die Spaghetti, die gut sind, und ich verbrenne mir den Mund dabei, ist nicht gut. Ja. Das heißt, es ist beides mal dieselbe Erfahrung, aber wir entscheiden, wie wir mit der Erfahrung umgehen. Ja. Oder wir entscheiden, welche Erfahrungen wir geschehen lassen. Es sind oft Kleinigkeiten. Du sitzt da und du möchtest dein Essen genießen. Ich war jetzt in Österreich und da darf ja noch öffentlich geraucht werden. Ja. Und jetzt sitzt jemand neben dir, der raucht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dich ärgern beim Essen und dein Essen nicht genießen oder einfach etwas Ungewöhnliches tun. Einfach deinen Teller nehmen und dorthin gehen, wo nicht geraucht wird. Genau. Obwohl jetzt alle vielleicht dich anschauen, alle denken, was ist denn das für einer? Alle denken, was ist das? Weil dir das ohne Bedeutung ist, was die anderen, sondern ich möchte in meinem Hier und Jetzt mein Essen genießen und dann entscheide ich mich und handle dementsprechend, damit ich es genießen kann. Ich kann natürlich ihn auch fragen, ob er aufhört zu rauchen, aber das kann sein, dass er sagt, nein, das wird er nicht tun, dann bin ich in demselben Zustand. Das ist vielleicht uneffektiver, aber ich kann meinen eigenen Standpunkt verändern und in der Regel ist alles nur eine Sache des Standpunktes. Richtig. Die Veränderung des Standpunktes, deswegen hat ja das Göttliche zu den Engeln gesagt, wenn sie den Körper erschaffen, er soll unbedingt zwei Beine haben, damit er sich bewegen kann, dass wir immer den Standort verändern können. Und wir sollen zwei Hände hinmachen, zwei Hände müssen dran sein, damit dieses Wesen handeln kann. Das ist der Grund, warum wir zwei Hände haben und zwei Beine. Dass wir handeln, nicht nur entscheiden, sondern auch handeln. Und dass wir permanent unseren Standpunkt verändern. Bewegen, ja. Ja. Ganz wichtig. Ja, das sind so tolle Erklärungen, also vor allem so einleuchtend, Amira, wo man überhaupt gar nicht mehr nachfragen muss und auch nicht mehr braucht, weil es leuchtet wirklich ein. Es geht immer um uns selbst und wir sollten mal von dieser Gewohnheit abkommen, immer den Schuldigen im Außen zu suchen. Ja. Ganz wichtig. Nicht mal mehr den Schuldigen bei uns ich selbst, zu suchen. Genau. Weil wenn wir den Schuldigen bei uns suchen, sind wir beim Gefühl der Schuld. Sondern einfach zu akzeptieren, das, was ich gerade erfahre, auch wenn es scheinbar nicht das ist, was ich mir
scheinbar wünsche, ist es trotzdem bei mir, weil es sinnvoll ist. Es kann nur bei mir sein, egal was es ist, auch wenn es noch so schlimm ist. Wir haben jetzt, ich nehme mir gerade auch die Zeit, auch das ist nur eine Entscheidung, dass wenn ich da bin, also nicht auf Tour bin, früher waren wir 3 Wochen auf Tour, 1 Woche zu Hause, jetzt sind wir 1 Woche auf Tour und 3 Wochen zu Hause, das ist eine Entscheidungssache, weil mein Sohn ist nur einmal 4,5 Jahre, meine Frau sagt mir das immer wieder, du wirst ihn jetzt nur so erleben, diese Zeit ist jetzt, die wird nie wieder kommen. Nie wieder, ja. Das habe ich schon ein paar Mal gehört und ich merke das, wir waren jetzt bei Rotkäppchen, also bei einem Theater, da saßen vorne die Kinder, es ist phänomenal zu beobachten, wie die Kinder im Hier und Jetzt sind. Ja. Und dann kommt der böse Wolf, der ein Schauspieler ist, der hat vorher die Mutter gespielt und er spielt nachher was anderes noch, das sind nur zwei Menschen, die mehrere Rollen spielen. Ja. Sie wissen es, dass das der Schauspieler ist, aber wenn der Schauspieler dieses Gewand von dem Wolf anhat und dann auch so wolfisch spricht und so wolfische Sachen sagt, also gleich die Großmutter frisst und dann gleich das Rotkäppchen frisst, dann siehst du, wie mein Sohn dann plötzlich aus der ersten Reihe zu mir kommt und plötzlich. Und wie der 7-Jährige, der immer gelacht hat über das Ganze, plötzlich, wo der Wolf mitten in den Raum reinkommt, ganz ruhig wird und kein Wort mehr sagt. Da siehst du, die gehen in die Gegenwart. Ja, die sind im Hier und Jetzt. Und in diesem Hier und Jetzt erleben sie alles. Und dann sagt dieses Rotkäppchen, egal wie es ist, es wird alles gut enden. Hochpsychologisch natürlich, hochgeistig. Ja. Es wird immer gut enden. Und ich setze jetzt mein rotes Käppchen auf, denn die Großmutter hat gesagt, ich bin immer geschützt. Mhm. Was ist das? Das ist nichts anderes als Bejahungen, Affirmationen, Bejahungen. Also ich bin immer geschützt. Mhm. Alles wird gut ausgehen. Und wenn das noch so dunkel ist, wo das größte Dunkel ist, wird immer ein Licht kommen. Mhm. Wird in diesem Märchen gesagt. Das ist aber sehr schön. Phänomenal. Es war so ein Geschenk, diese in den Märchen diese Bestätigungen zu hören, über das, was wir gerade gesprochen haben. Märchen haben eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, wenn man sich der Wahrheit öffnet. Genau, ganz genau. Vor allen Dingen, wenn man auch, wie du gerade jetzt erzählt hast, wirklich auch mal dann mit diesen Affirmationen hineingeht, denn normalerweise machen ja Märchen Angst. Scheinbar, ja. Ja, Hänsel und Gretel und scheinbar macht das Leben Angst. Ja, genau. Märchen, Parallele zum Leben. Ja. Es sind immer scheinbar schlimme Situationen und doch gehen sie gut aus. Gehen sie gut aus, das ist richtig. Das ist also auch die... Auch das nächste kommt, das ist der Froschkönig. Auch da durfte ich meinem Sohn schon erklären, was denn mit dem Frosch und dem König und mit dem Kuss und so weiter. Mhm. Und aber dadurch, durch unsere eigenen Kinder, also ich lerne durch meinen Sohn wieder, mich daran zu erinnern, dass nur in der Gegenwart leben, weil die Kinder, ein Kind lebt in der Gegenwart. Und Jeschua sagte, werdet wieder wie die Kinder. Ja. Heißt natürlich zum einen, dass wir lernen, wieder zu vertrauen, aber in das Kindheitsbewusstsein, nämlich in das Jetzt, in das Gegenwartsbewusstsein zurückzukehren. Denn Schöpfung und Leben findet nur in dieser Gegenwart statt. Absolut. Und das entscheidest du. Wir alle entscheiden für uns, möchte ich in der Vergangenheit leben, doch nachdenken. Sie haben auch sehr deutlich gesagt, dieses Nachdenken, also alles, was ich dir gerade erkläre, nur zur Information, ich habe jetzt das Geschenk, das 5. Buch ist vollendet, das heißt Seelen geführt. Ja. Dort werden diese Dinge ausführlich erklärt, falls der eine oder andere sagt, boah, das ist alles so, wie kann ich das nachlesen, nachhören, weil alles, was wir jetzt sagen, wird beim ersten Mal vielleicht nicht bei jedem sofort fruchten. Auch hier, wir müssen bestimmte Dinge wieder und wieder in unser Bewusstsein aufnehmen, bis der Punkt kommt, wo es Klick macht. Weil wenn es Klick macht, wird es zu unserer Wahrheit. Also vorher ist es nur Wissen, gehört, aufgenommen. Erst wenn es in uns Klick macht, wird es zu unserer Wahrheit. Und diese Wahrheit wird uns verändern. Also was Jeschua gesagt hat, ich gebe euch die Wahrheit, die euch verändert, wird erst die Wahrheit wird uns verändern, nicht das Wissen. Also 100 Bücher zu lesen und zu wissen, wird nichts nützen. Kann nichts. Dieses Wissen muss zur Wahrheit werden. Und das kann sein, ich muss es 10-mal hören, 15-mal, 20-mal hören oder lesen und plötzlich beim 21. Mal macht etwas in mir und jetzt habe ich es verstanden. Genau. Und dann werde ich aus dieser Wahrheit, die ich in dem Moment erkannt habe, meine Entscheidungen und mein Handeln verändern. Hat unser lieber Goethe schon gesagt, alles Wissen nützt nichts, wenn wir es nicht tun, umsetzen. Ja. Ganz wichtig. Ja. Dann kommen wir zur Wahrheit. Ja. Dann sind wir sogar schon die Wahrheit. Dann sind wir die Wahrheit. Ja. Wir selbst werden in unserem Jetzt zu dieser Wahrheit und die leben wir. Du kannst dann, in dem Moment, wenn du selbst
zur Wahrheit wirst, kannst du gar nicht mehr anders handeln. Hm. Weil du stehst dann dafür da und dann sagt ein Teil von dir noch jetzt diesen Genuss, Kaffee oder sonstiges, aber dein inneres Wesen sagt nein. Und es kann nein sagen, weil etwas in dir plötzlich erkannt hat, dass das nicht das ist, was du möchtest. Genau. Aber du hast Hunger. Ja, ich habe Hunger. Und Apfel. Ja, Apfel ist gut. Und dann ändert sich das. Und dann isst du den Apfel und der gibt dir einen ganz anderen Gefühlszustand als diese Tasse Kaffee, weil ich merke das ja heute teilweise auch noch. Der nächste Punkt ist, das Einzige, was ich noch habe, ist Espresso trinken. Und wie ich da jetzt schon auch merke, wie sich da nochmal etwas verändert und mir das plötzlich, obwohl da noch Zucker reinkommt, es bitter schmeckt. Und ich weiß, wir haben, also Vegetarier bin ich auch schon 25 Jahre oder so, der nächste Schritt wird sein, sich vegan zu ernähren. Das ist ein automatischer Bewusstseinsschritt. Aber der muss nicht forciert werden, das geht ganz von selbst. Kommt von alleine, ja. Das kommt aus dir selbst heraus, die Veränderung. Deswegen sollte auch jeder aus der Selbstliebe heraus sich geduldig die Zeit geben, die wir brauchen, um uns zu verändern. Wir werden uns verändern. Ja. Wir brauchen nur den Wunsch haben, dass wir uns verändern wollen. Dann werden wir uns in unserem eigenen Zeitrahmen verändern. Ganz sicher, wir haben alle genügend Zeit, auch das sagt die geistige Welt. Ihr habt 20 Jahre Zeit, ihr werdet in diesen 20 Jahren diese Welt verändern. Definitiv, weil es gibt keinen anderen Weg. Die Welt muss sich verändern, weil die Gesetzmäßigkeiten darauf drängen, jetzt geht die Waage von der einen auf die andere Seite. Es kann nicht anders gehen. Geht gar nicht anders. Und richtig. Deswegen, wenn jeder von uns sich diese Zeit lässt, seinem eigenen Inneren zu folgen, dann können wir ganz ruhig sein, also wir brauchen uns keine Gedanken, wir können alle ganz ruhig sein, im Vertrauen sein, dass immer das dann zu uns kommt, was wir in dem Moment wirklich brauchen. Das ist wirklich wichtig. Ich denke auch da zu schauen und im Vertrauen zu bleiben, du hast es gerade schon gesagt. Ich denke gerade so ein bisschen darüber nach. Ja. Nein, ich denke mir im Hier und Jetzt. Ja. Ich denke ja nicht nach. Ja. Ist auch eine Sprachweise, ich denke nach. Ja. Ich denke im Hier und Jetzt. Genau. Allein, siehst du, wenn wir das anfangen, im Hier und Jetzt allein unsere Worte zu verändern, verändert es unser Bewusstsein, es verändert unsere Ausstrahlung, damit unser Feld. Ja. Das ist das Erste, wo wir anfangen können. Im Hier und Jetzt hinzuhören, was ich sage, und es sofort zu verändern. Richtig. Und dann verändern wir unsere Felder. Richtig. Ja. Amira, du bist natürlich auch hier in der Gegend unterwegs. Bis jetzt in der wunderschönen Vulkaneifel. Ja, in Ulmen. Ulmen, ganz genau. Und heute geht es, glaube ich, nach Bonn, ist richtig? Wir werden heute Abend, schon lange waren wir nicht mehr hier. Dadurch, dass wir uns ja entschieden haben, nicht mehr 3 Wochen unterwegs zu sein, damit 15 Städte im Monat anreisen zu können, haben wir uns einfach gesagt, wir machen nur mal einmal im Monat 5 Tage, 5 Städte. Das war natürlich ist nicht, also können wir nur bestimmte Städte anfahren und das setzt voraus, dass wir eben nur an bestimmten Orten sein können. Wir sind jetzt seit über einem Jahr, waren wir nicht mehr in Bonn, werden jetzt wieder in Bonn sein heute Abend, zeigt sich auch an den Anmeldungen, dass also Menschen jetzt hier, letztes Mal waren wir in Paderborn, nächstes Mal werden wir im Herbst dann in Darmstadt sein, also wir verändern jetzt einfach die Orte, um zu sagen, wir haben deswegen auch, beginnen wir nicht mehr um 19 Uhr, sondern erst um 20 Uhr, dass einfach Menschen auch mal vielleicht eine Stunde so ins Auto sitzen können und sagen, okay, dann darf ich halt dorthin fahren, weil wir, finde ich wichtig, uns einfach entschieden haben, jeder sollte heute so viel Flexibilität, wir haben es lange genug gemacht, wir sind aber an unsere Grenzen gekommen, wir haben es einfach nicht, wir haben gemerkt, das geht über unsere Grenzen hinaus und Grenzen zu überschreiten ist für eine kurze Zeit mal gut, aber nicht langfristig. Richtig. Und deswegen, und wir merken, dass das unser tiefer Herzenswunsch ist, die Aufgabe zu erfüllen, die wir alle miteinander tragen, aber trotzdem auch unser Leben zu leben, mit unserer Familie, mit unseren Frauen, unseren Kindern. Weil was nützt es, wenn du im Außen erfolgreich bist und wirken darfst, du aber in deiner kleinen Welt dann gar nicht mehr zu Hause bist, weil beide Welten gehören zusammen. Ja. Das ist etwas, was... Aber das ist ein Erkenntnisprozess, mit meinem Sohn 1 Stunde zusammen zu sein und wenn er sagt, Papa, wir malen, jetzt malen wir und dann wieder etwas zu tun, was du vielleicht viele Jahre, ich sage jetzt keine Zahl, viele Jahre nicht mehr gemacht hast, dann ist es phänomenal, wie du wieder wie ein Kind da sitzt und die einfachen Dinge
und eben nicht strukturiert, wie du das normalerweise machen würdest, blau zu blau, gelb zu gelb, sondern wie er dir das vorgibt, das Gelbe, das Blaue, das Grüne, total durcheinander. Und da kommst du wieder in den Zustand des Kindseins. Ja. Keine Strukturen mehr. Und was wir vielleicht noch bitte abschließen sollten, ist, weil ich jetzt mich daran erinnere, sie sagen, dass das Nachdenken wird immer durch ein einziges Wort eingeleitet, das Wort warum. Ja. Allein wenn ich mich frage, warum, gehe ich in die Vergangenheit und bin im Nachdenken. Sie sagen, die neue Art, die ihr alle jetzt wieder anwenden sollt, wie ihr euer Bewusstsein benutzt, seid keine Nachdenker, sondern geht ins Vorausdenken. Die neue Art des Bewusstseins, und das kann jeder entscheiden, denke ich nach, indem ich auf das Wort warum reagiere, in das Schöpfungsbewusstsein vorausdenken und allein schon ein anderes Wort zu benutzen, eben nicht nach warum zu fragen, sondern wozu. Ja. Wozu dient das, dass das jetzt gerade mir, also nicht warum passiert mir das, genau, sondern wozu. Das wozu führt mich zum Sinn. Was für einen Sinn hat es, dass das jetzt gerade in mein Leben tritt? Und alles hat immer einen Sinn. Allein schon durch die Frage, wozu gehe ich nach vorne? Jetzt kann ich an den Sinn kommen. Ich kann die Sinnhaftigkeit erkennen, aus der etwas in mein Leben tritt. Und manche Dinge momentan treten unser Leben. Wir machen von bestimmten Dingen Erfahrungen aus einem einzigen Grund. Sie haben scheinbar keinen Sinn. Aber weil wir sie erfahren, wissen wir plötzlich, was wir nicht wollen. Und zu wissen, was wir nicht wollen, ist ganz großes Geschenk, weil dann können wir das abhaken, sagen, nein, das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, jetzt habe ich es, das möchte ich ja gar nicht wirklich abhaken. Und damit werden wir immer zielstrebiger, wir fokussieren uns und wir werden irgendwann alle merken, dass es in Wirklichkeit ganz wenige Dinge gibt, die wir wirklich wünschen. Glücklich zu sein, gesund zu sein, in Freude zu sein und in Liebe zu sein. Diese paar wenigen, wenn wir uns glücklich fühlen, wenn wir uns liebevoll fühlen, wenn wir uns erfüllt fühlen, vielleicht auch noch, wenn wir uns frei fühlen, dann haben wir alles. Dann sind die Lebensumstände völlig ohne Bedeutung. Der Gefühlszustand ist entscheidend, nicht die Lebensumstände. Genau. Ich denke dann, wenn wir das haben, glücklich, zufrieden, ich sage einfach mal zufrieden, wenn ich zufrieden bin, habe ich alles in mir. Ja. Ja. Dann bin ich gesund, dann habe ich die Freude, dann habe ich die Liebe. Ja. Dann geht's. Dann habe ich dementsprechend, sukzessive wird sich mein Umfeld verändern. Es muss sich verändern. Ja. Dann ist natürlich der nächste Punkt, wenn ich natürlich in einen inneren Zustand der Freude gehe, obwohl ich noch in unfreudigen Lebensumständen mich befinde, wird zwangsläufig etwas geschehen. Die Lebensumstände werden sich verändern, aber es kann dann zum Beispiel passieren, dass dann bestimmte Menschen sich aus meinem Leben entfernen müssen, zwangsläufig, weil mit diesen Menschen kann ich eben nicht den Glückszustand aufbauen. Das bedeutet, dann kommt der Mut hinzu. Mut bedeutet immer, in die Angst zu gehen. Denn dort, wo die Angst ist, sagt die geistige Welt, ist der Weg. Dort, wo die größte Angst von dir ist, dort ist dein Weg. Denn dort ist dieses neue Leben. Es braucht aber immer Mut, in die Angst zu gehen. Genau. Also ein Mensch, der sagt, ich habe keine Angst, hat sich vielleicht noch nie wirklich gefragt, was in seinem Leben von Bedeutung ist. Angst ist etwas, was zu unserem Leben gehört. Nur doch der Mut in uns gibt uns die Kraft, in die Angst hineinzugehen. Also in allen, auch in Märchen, ist doch so, dass eben gerade der Held Angst hat vor dem Ungeheuer, vor der Situation, aber sein Herz ihm sagt, es zu tun, und er mutig in die Angst hineingeht. Und er dann die Prinzessin bekommt, dann das Schloss bekommt und so weiter. Also die Märchen zeigen es uns ja ganz deutlich auch in einer Bildersprache, was die Aufgabe unseres Lebens ist. Richtig, ganz genau. Den Mut aufzubringen. Viele Menschen haben Angst vor Veränderung, sich selbst zu verändern. Und wenn es noch nicht, auch jetzt dieser jetzige Zustand nicht schön ist, jedoch da weiß ich ja, was ich habe, den Mut, es anders zu tun, sich zu verändern. Wer weiß, was dann auf mich zukommt. Ne? Wenn ich mich heute verhalte wie gestern, wird mein Morgen sein wie gestern, nicht heute. Ganz genau. Das heißt, das einzig sichere in unserem Leben ist die Veränderung, ist der Wandel, ist der Wechsel. Deswegen auch eine meiner Bejahungen, leicht begebe mich in jeden Wandel. Ich weiß, der Wandel bringt Gutes in mein Leben. Die Veränderung
gehört zu meinem Leben. Also sich immer wieder bereit sein, eben nie zu sagen, jetzt ist es so, jetzt bleibt es so, jetzt ist alles gut, sondern immer wieder bereit sein, eine Veränderung. Und wenn ich eben in Bejahungen hineingehe, die für mich erfüllende Lebensumstände, dann müssen alle mich momentan nicht erfüllenden Lebensumstände aus meinem Leben verschwinden. Sie müssen hinausgehen aus meinem Leben. Ich muss also alles, was nicht zu dem gehört, was ich mir wünsche, den Mut haben, es gehen zu lassen, damit etwas Neues nachkommt. Genau. Und meine Prämisse ist, es kommt immer etwas Besseres nach. Das stimmt wohl. Das kann man echt sagen. Auch wenn der Kopf es im Moment nicht begreifen will und kann, es kommt wirklich immer etwas Besseres nach. Hat jetzt gerade ein guter Freund von mir auch gesagt, du hast es immer gesagt, Amira, es kommt immer etwas Besseres nach. Und ich hatte eine fantastische Partnerschaft und die ist auseinandergegangen, das hat nicht mehr funktioniert. Und ich habe immer gesagt, also das stimmt auf keinen Fall, da kommt nie mehr was Besseres nach. Und jetzt habe ich eine Frau kennengelernt und jetzt muss ich wieder dir recht geben, das ist so fantastisch, das ist so wundervoll. Ich hätte niemals gedacht, dass etwas Besseres noch nachkommen kann. Ja, absolut ja. Der Kopf kann es nicht begreifen, das ist richtig. Ja, Amira, darf ich dich noch um was bitten? Ja. Ja, die Stimme Jeschua. Okay. Habe ich dir nicht immer gesagt, dass wann immer du von ganzem Herzen wünschst, wann immer du mit offenem Herzen bittest, dann wird dir gegeben. Habe ich dir nicht immer wieder gesagt, gleichgültig wo eine Tür ist, klopfe einfach an und sie wird dir aufgetan. Und da habe ich dir nicht gesagt, wann immer du eine Frage hast, frag und du wirst eine Antwort erhalten. Diese Gesetzmäßigkeiten, die ich dir selbst vor langer Zeit in dein Herz hineingelegt habe, sind unendliche Weisheiten. Und so wie sie damals wahr waren, sind sie auch jetzt wahr. Wann immer du in dein Herz gehst und wie ein Kind mit offenem Herzen wünscht, wird alle Macht des Universums, diese deine Macht in dir, dazu nutzen, dass das in dein Leben geführt wird, was du dir so sehr wünschst. Und wenn ihr euch alle von ganzem Herzen wünscht, dass diese Welt jetzt in den Frieden kommt, in die Liebe, in die Freude, in die Gerechtigkeit für alle, in das Zusammensein aller Menschen, wenn genügend Menschen in ihren Herzen diese Kraft zusammenlegen, dann wird diese Kraft genau dies in dieser Welt bewirken. So braucht es auf die vielen Menschen, die jetzt gerade sich auf dieser Welt befinden, eine kleine Anzahl von Menschen, die in ihrem Herzen wünschen, mit ganzem Herzen wünschen wie Kinder, dann wird es geschehen. Und dir, mein Kind, wenn du erlaubst, sage ich nun, kannst mir eine oder auch mehrere Fragen stellen. Und so werde ich sie und so möchte ich sie gerne beantworten. Für dich und für all die vielen, die jetzt gerade mit offenen Herzen warten, dass die Wahrheit sie berührt in ihrem Herzen und sie dadurch verändert. Hätte ich eine Frage? Lieber Jeschua, die Wahrheit, die eigene Wahrheit in sich zu finden, du sprachst davon. Ich würde mir für die Menschheit wirklich wünschen, dass alle in ihre Wahrheit kommen, in ihre eigene Wahrheit. Wird es so sein?
wie könnte es nicht so sein? Du selbst hast das höchste Schöpfungswort ausgesprochen, dass du dir es selbst wünschst. In dem Moment, wenn ein Mensch sich auf dieser Welt etwas wünscht, geht bereits diese Schöpfungskraft in das morphogenetische Feld, in das Schöpfungsfeld und wird dort verankert. Und nach dem Gesetz der gleichen Energie wird jeder weitere Wunsch, der diesem Wunsch entspricht, den dasselbe oder ein anderes Schöpfungswesen ausspricht, dann sich im Feld mit diesem Schöpfungswunsch vereinen, dann sind da plötzlich zweimal dasselbe Wünschen. Und dann wird es dreimal dasselbe Wünschen, vier, fünf und noch mehrmals sein. Und das wird so lange gehen, bis dieses mehrmalige Wünschen einen bestimmten Punkt überschreitet. Und auch diese Überschreitung wird es dann geschehen für alle. So ist für dich dies immer die Gewissheit für euch alle. Wenn du es dir wünschst, hat es begonnen. Und es braucht nur den Beginn. Dann braucht es nur eine gewisse Zeit, bis nach dem Beginn die Erfahrung für dich und alle folgt. Denn das ist das Gesetz. So wie es beginnt, so wird es enden. Ich bedanke mich, Yeshua, für die Wahrheit. Danke. Ich danke dir, denn ich sehe jeden Tag, was du tust, was ihr tut, und ich weiß, wie sehr du, wie ihr beide in eurem Herzen den Wunsch nach Freiheit in euch tragt. Nicht Freiheit für euch. Ihr habt längst diesen Zustand der Freiheit erreicht. Ihr wollt, dass diese Welt frei wird. Und weil ihr diesen Wunsch in euren Herzen tragt und viele mit euch, wird die Freiheit kommen. Denn je mehr wünschende Herzen sich die Freiheit wünschen, wird diese Welt in die Freiheit gehen. Denn das ist das Gesetz. So grüße ich dich und alle, die mich jetzt hören, wie einst im Namen des Lichtes und der Liebe und der Wahrheit, und sage bis bald. Dankeschön. Ja, ich weiß, wir müssen wieder reden. Die Welt ruft uns. Ja. Es war eine wunderbare Botschaft. Ich kann echt nur sagen, Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Magst du noch ein paar Worte an die Hörer richten? Unsere Schelle schellt unten. Das sind meine zwei Freunde, die mich abholen. Ich weiß. Ich kann nur von ganzem Herzen an alle, die heute hier sind und das hören oder die das später hören werden, sagen: Vertraut darauf in eurem Leben, dass alles gut ist. Es ist alles gut. Macht euch wenige Gedanken, warum es scheinbar nicht gut sein sollte. Und lenkt einfach euer Bewusstsein, so oft ihr könnt, am Tag, in das, was ihr euch wünscht. Geht hinein und sprecht das aus, was ihr euch wünscht. Sprecht, es gibt so viele gute Bücher über Bejahungen. Mhm. Sprecht diese Bejahungen, sei es von Catherine Ponder oder von was wir vorhin gesagt haben, vom Dr. Joseph Murphy, ja. Meine neuesten Bücher sind ganz viele Bejahungen. Auch das neue Buch Seelengeführt wird ganz viele Botschaften haben, ganz viele Bejahungen, kraftvolle Worte, wo wir einfach uns ausrichten können. Ich habe auch weil wir so teilweise so kraftvolle Channelings in den Abenden hatten. Wir haben 7 Aktivierungs-CDs. Und ich höre von ganz vielen, die sagen, ich lebe mit deinen Worten. Sie hören sich den ganzen Tag diese CDs, um immer wieder, auch das ist ja heute die Möglichkeit, immer wieder sich das Bewusstsein hineinzuversetzen, so lange, bis es passiert,
und ich weiß es an eigener Stelle, es kommt der Punkt im Leben, wo du zu dieser Wahrheit wirst und nur noch diese Wahrheit denken und fühlen kannst. Und dann verändert sie unser Leben. Genau. Und das wünsche ich jedem und ich kann nur jedem dazu ermuntern, es wird bei jedem von uns der Punkt kommen, wo wir zu dieser Wahrheit wirklich werden und die Wahrheit leben. Und dann sind wir, wie Yeshua sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Dann sind wir es und dadurch genau. verändern wir die Welt. Ganz genau. Ich möchte natürlich jetzt auch noch in diesem Zusammenhang deine Website benennen. Ja. Die steht natürlich hier auch im Film mit eingeblendet. Man kann sie sogar anklicken, da ist man schon auf deiner Website. Und ein neues Banner werden wir auch noch natürlich auf die Website stellen. Mit neuem Bild, ganz genau. Michael-Amira.ch. Ja. Da ist man bei dir. Und ich weiß, da gibt es ganz viel zu lesen. Da sollte man sich mal kundig tun. Wann kommt das neue Buch heraus? Inshallah, haben die Ägypter gesagt, also so Gott will, bis Ende des Monats. Mein Ziel ist 24. Juni, das wäre mein Wunschtermin, aber auf jeden Fall bis Ende Juni. Mhm. Könnt ihr es dann direkt auf dieser Seite, gibt es auch einen Shop, könnt ihr es dann auch bestellen, das wird euch dann zugeschickt. Ja. Und es wird, das weiß ich jetzt schon, es wird ganz viel Kraft geben, weil es ist auch ein aktives Buch, wo es darum geht, eben nicht nur einmal zum Verstehen und zum Zweiten dann das durch diese das machtvolle Schöpfen, Aussprechen der Wahrheit in unser eigenes Schöpfungsbewusstsein zu gehen. Genau. Deine anderen Bücher haben wir schon. Übrigens, das Silberne lese ich ganz viel. Okay. Mutig? Gut. Ja, ich finde das gut. Ja. Ich finde es einfach toll. Hattest du mir auch, glaube ich, damals gewidmet. Ah, okay. Mhm. Das ist auch ein Entwicklungsprozess. Diese vier Bücher, jetzt das fünfte, sie sind ein geistiger Entwicklungsschritt. Sie führen uns von A nach B, von dem Goldenen bis zum über das Silberne, dann ja das 2012, das schwarze Buch, dann hin zum Weißen und jetzt zum Blauen. Ist ein Entwicklungsschritt. Es findet in uns ein Bewusstseinsakt statt. Mhm. Das habe ich an meinem selber. Ich bin ja selbst hindurchgeführt worden die letzten 7 Jahre. Ja. Und mit diesem fünften Buch Seelen geführt, spüre ich, wird etwas abgeschlossen. Es findet wie ein Abschluss statt. Denn das Einzige, worum es in diesem Leben für uns alle geht, ist, sich wieder die wahre Religio, die Rückverbindung mit der eigenen Seele, die kümische Hochzeit, in sich selbst wieder sich mit der eigenen Seele zu verbinden, um dann sagen zu können, wie Yeshua vor 2000 Jahren, ich und die Seele in mir bin wieder eines. Genau. Und wenn wir mit der Seele verbunden sind, dann sind wir Seelen geführt. Hm. Wir sind in einem tiefen inneren Vertrauen. Wir wissen, dass alles gut ist. Und aus diesem inneren Vertrauen aus leben unser Leben. Ja. Und das ist das Ziel. Seelen geführt. So ist es ganz bestimmt. Von der Seele geführt. Ja. Ja. Absolut. Ja, wir sagen einfach ein ganz liebes Dankeschön, lieber Amira, für deine Zeit heute hier. Ich fand es einfach toll. Ich möchte mich natürlich auch bei allen Hörern, Zuschauern, Hörern, ist ja heute auch übers Radio gelaufen, ganz, ganz lieb bedanken. Toll, dass ihr hier seid und ich wünsche mir für euch eure Wahrheit, eure Freude, eure Liebe und natürlich auch Gesundheit. Das wünsche ich mir und ich sage schon mal Danke dafür. Danke euch für die Einladung. Gerne.